Es war mal eine Prinzessin, die aß den ganzen Tag nur Äpfel und lebte in einem Schloss, das war umgeben von Apfelbäumen. Man hätte meinen können, sie wäre sehr einsam, aber sie hätte das verneint, weil seit sie denken könnte, war ihr Hofner bei ihr. Der konnte so gut mit Äpfeln jonglieren. Der war wie ein Bruder für sie und ihr bester Freund. Und als sie älter wurde, hatte sie sich, ohne es zu merken, in ihn verliebt. So wie es war, sollte es immer bleiben. Aber dann kam die Zeit, da man sie verheiraten würde. Und zum ersten Mal bangte sie den Einbruch der ersten Apfelblüte. Der Hofner aber freute sich darauf, weil dann wäre er frei und könnte sich ein Mädchen suchen, das so war wie er. Und das er lieben könnte. Und er würde sie finden. Das wusste er.